Unter Schwarz-Grün verabschiedet sich Österreich immer stärker von der Neutralität. Unser Land wird zum Eldorado für Militär- und Waffentransporte fremder Staaten. 4.584 Militärtransporte und 6.245 Überflüge im Vorjahr durch unser Land. Diese Zahlen sprechen eine klare Sprache. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, der die Bürger aufgefordert hatte, ihm Wahrnehmungen von Militärtransporten durch Österreich mitzuteilen und diese dann dokumentiert hat, erfuhr nun in parlamentarischen Anfragebeantwortungen durch ÖVP-Verteidigungsministerin Claudia Tanner und ÖVP-Außenminister Alexander Scheinberg die tatsächlichen Zahlen der Durchquerungen des österreichischen Staatsgebietes. Besonders auffallend die Vereinigten Staaten von Amerika mit 1017 und die Bundesrepublik Deutschland mit 980 lagen 2023 an der Spitze der Militärtransporte durch Österreich. Für die NATO öffnete Österreich immerhin 96 Mal die Grenzen. Dazu kommen noch Überflüge militärischer Flugzeuge. Hier sind die Zahlen noch höher. ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner musste in der Anfragebeantwortung zugeben, dass Transite auch der Verstärkung von NATO-Kontingenten in Osteuropa und zur Versorgung dieser Truppenteile dienten. Und ÖVP-Außenminister Schallenberg teilte mit: Das Ansteigen der Überflugs- und Transitzahlen erklärt sich unter anderem durch Unterstützungsleistungen für die Ukraine, basierend auf Beschlüssen im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Das bedeutet nichts anderes, als dass dieses Kriegsgerät in vielen Fällen wohl am Ende auf dem Kriegsschauplatz der Ukraine landet. Und das soll noch mit unserer Neutralität vereinbar sein? Wohl kaum. Wir Freiheitliche fordern einen sofortigen Stopp derartiger Militär- und Waffentransporte fremder Staaten durch Österreich. Unser Land muss eine No-Transport-Zone für Kriegsgeräte werden. Hafenecker verwies auch darauf, dass das NATO-Bündnismitglied Ungarn Waffenlieferungen durch sein Territorium untersagt habe. Fakt ist, unter Schwarz-Grün wird unsere Neutralität schrittweise abgeschafft. Zeit für eine Trendwende. Mit einer Stimme für die FPÖ kann diese gelingen.